Moin Moin, herzlich willkommen und zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Link's Awakening. Wir haben beim letzten Mal ja endlich den Windfisch aufgeweckt, wir haben die Albträume besiegt und haben den schönen Abspann gesehen, wo sich leider die schöne Insel Kokolent aufgelöst hat. Marin, wir werden dich für immer vermissen, werden dich aber nie vergessen. Wir werden immer an dich denken, genauso wie an alle anderen Bewohner, Tarin, die Kinder vor dem Haus. Aber es wird immer in unseren Gedenken weiterleben. Wir werden jetzt hier uns, das wird jetzt eine Extra-Folge, wir werden uns um das kleine Extra in diesem Spiel kümmern. Und zwar das Labyrinth bauen bei Burres. Wir müssen ja mittlerweile, da wir das Spiel durch haben, den größten Teil der Labyrinthkammern freigeschaltet haben. Man kann noch drei weitere durch Amiibos freischalten. Insgesamt sind es fünf. Zwei haben wir ja gemacht durch die zwei Amiibos. Es gibt, glaube ich, noch zwei oder drei Labyrinthsteine im Laden zu kaufen. Im Kranspiel, die müssen wir alle haben. Und es gibt, glaube ich, noch ein oder zwei beim Angeln. Aber den größten Teil sollten wir jetzt haben. Wir kümmern uns jetzt hauptsächlich um die Challenge, die Burres hier anbietet, um zu gucken, was alles möglich ist. Dann fangen wir mal an. Oh, Gesellschaft ist mir immer willkommen. Was möchtest du tun? Bauen erkunden, wir wollen bauen. Genau, das erste hatten wir ja mal gemacht, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert, und kümmern uns jetzt um die weiteren Challenges. Die zweite wäre platzieren. Siehst du die Felder mit den Symbolen für Truhen und verschlossene Türen? Platziere entsprechende Kammern dort. Schlüssel für verschlossene Türen findest du in Schatztruhen. Platziere also immer genügend Truhen. Ein Abenteurer, dem mittendrin die Schlüssel ausgehen, ist ein trauriger Anblick. Ja, was du nicht sagst. Bauen. Die Challenge ist nämlich jetzt. Wir können quasi bauen, was wir wollen. Voraussetzung ist, hier muss eine Kammer mit Tür hin und da müssen Kammern mit Schatztruhen hin. Freigeschaltet haben wir das natürlich so einiges. Wie man hier auch sieht, die ganzen Zusatzsachen aus den letzten Dungeons. Ja, ich hätte gedacht, da ist jetzt noch was aus dem Windfischei mit dabei, aber offensichtlich nicht. Okay, wir gucken nochmal kurz durch, was wir hier alles so neu haben. Ist ja einiges mit dabei. Wie zum Beispiel die Feenkammer hier. Die haben wir, wenn ich mich richtig erinnere, aus einem Amiibo bekommen. Es gibt fünf bestimmte Kammern, die du nur durch Amiibos bekommen kannst, soweit ich informiert bin. Aber welche genau, weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin auch so nicht der Freund von Amiibos. Ich habe zwar zwei, aber eher aus Sammlergründen. Ich setze sie eigentlich in der Regel nicht ein, weil ich der Meinung bin, es sollte auch alles so im Spiel freibar sein. Und die Amiibos nur als zusätzliche Optionen. Aber leider ist das nicht immer der Fall. So, das wären auch alle. Wir schalten ja auch noch weitere Kammersteine hierdurch selber frei. Dann fangen wir erstmal an. Wir müssen anfangen mit einem Eingang. Was nehmen wir denn da Schönes? Fangen wir mal mit dem an, den setzen wir hier unten hin. Da oben muss definitiv was mit Schlüssel hin, was zu den beiden Schatztruhen führt. Gucken wir mal. Am besten wäre da doch irgendwas, sowas in der Art. Aber da wäre was. Gucken, ob das haben. Was in vier Richtungen geht. Er hat sogar vier Schlüssel. Ah, warum nicht? Kann man es ein bisschen interessanter machen? Dann müssen wir bloß mal gucken. Ich würde mal gerne hier so ein. Da müssen ja welche mit Schatz drin hin. Da können wir den nehmen, ja. Und da könnten wir rein theoretisch den hinbauen. Natürlich kommen wir an die beiden Schatztruhen so jetzt nicht ran. Wir müssen vorher noch irgendwie Schatztruhen verbauen, damit wir die Schlüssel dafür kriegen. Das heißt, was machen wir denn am besten? Wir nehmen am besten nochmal... Am besten nochmal so einen hier. Da brauchen wir auch wieder einen Schlüssel, das ist blöd. Nehmen wir den, der führt in alle vier Richtungen. Da können wir denn jetzt nochmal kurz gucken. Genau, da könnten wir es so einbauen. Hier können wir zum Beispiel schon mal eine Schatztruhe verstecken. So einen könnten wir rein theoretisch auch nochmal. Nehmen wir so ein schönes Farbrätsel, da ist auch eine Schatztruhe drin. Nach da setzen.
Oh, und da verstecken wir denn so kleinere Räume. Man muss ja jetzt, wir sind ja erst im zweiten Teil der Challenge, nicht super komplexe Sachen verstecken. Aber so eine Treppe wäre nicht schlecht, da könnten wir nachher da oben hinbauen. Machen wir aber hier überall Schatztruhen? Wie es aussieht, haben wir hier echt alle mit Schatztruhen. Gut, dann nehmen wir den. Hier bauen wir dann noch so einen unteren hin. Nehmen wir mal eine kleine Rubinbelohnung. So. Und hier müsste auch noch so ein unterer hin. Was könnten wir denn da hinbauen? Echt alles mit Schatztruhen, ne? Okay. Hauen wir diesen komischen Boss da rein. So. Hier haben wir ja auch noch so einen. Und da müsste rein theoretisch so ein Raum hin. Eine Treppe will ich hier eigentlich in der Regel nicht. Auch wenn wir es nicht unbedingt brauchen. Ich glaube, wir bauen hier schlicht und einfach eine Fee rein. So als Deko-Element. Dann machen wir hier oben ein Räumchen rein. So ein mit Treppe. Haben wir da einen? Ja. Wir nehmen den hier. Wenn du eine Kammer mit einer Treppe einbaust, solltest du noch eine mit einer zweiten Treppe platzieren, damit sie miteinander verbunden wird. Was du nicht sagst. Drücke Y, um zu sehen, wie die von dir platzierten Treppen verbunden sind. Natürlich bauen wir hier oben auch noch einen hin. Wir haben ja sowieso Wege in sämtliche Richtungen. Da werden wir jetzt schlicht und einfach. Hier unten möchte ich eigentlich ungern hin, weil das wäre ein bisschen langweilig, aber hätten wir ja gleich eine Verbindung. Ne? Da werden wir das ein bisschen anders machen. Moment. Wer werde erstmal so ein Zwischendingsbums hier bauen. Moment. Was bauen wir denn da Schönes? Ja, wir bauen Los Qualos da ein. Hier nehmen wir da hin. Wir müssen hier unten eigentlich genug Schlüsse kriegen. Für die Türen hier, ja. Und da können wir dann oben drüber. Warte mal, da muss ein anderer Dingsbums hin. Sonst haut das nicht hin. Und zwar so einer. Was nehmen wir denn da am besten? Ja, den Staubsauger-Roboter. Nee. Wohl? Doch. Da kommt der Staubsauger-Roboter hin. Und dann kommt hier neben ein Gang mit der Treppe. Dann nehmen wir am besten wieder so einen. Haben wir hier irgendwo einen mit Treppe? Ja, nehmen wir den da. Hier kommt dann die Treppe hin, die sich mit der verbindet. Die sagten ja, mit Y kann man das Ganze überprüfen. Ja, passt doch. Das heißt, hier unten bauen wir dann noch so einen kleinen Bonusraum hin, mit irgendeiner Truhe oder sowas. Können wir doch den nehmen. Und oben bauen wir dann den Boss hin. Nehmen wir den da mal für den Boss. Adler oder den? Wir nehmen den. Müsste eigentlich so funktionieren, oder? Boom. Ja. Geht auch. Probieren wir den dann schon mal so aus. Ist zwar jetzt größer als geplant, aber sollte funktionieren. Gut. Kerzen, okay, die brauchen wir jetzt nicht wirklich. Wechseln wir mal auf Bumerang. Gucken wir mal. Ja, doch, es war jetzt nicht super komplex, aber größer als uns anfangs gedacht. Na, komm her, Lümmel. Los! Ja. So, wir müssen mal gucken. Nach oben kommen wir ja, dürften wir nicht weiterkommen. Ich werde da trotzdem mal gucken. Hier kommen wir zur Treppe, ja, die uns da oben hinführen müsste. Hier kommen wir zwar an die eine Truhe. Werde ich jetzt mal ausprobieren. Ich will mal wissen, wie das Spiel da tickt in dem Punkt. Wenn da oben nicht jetzt der große Schlüssel drin wäre, wäre das ja schon ein bisschen billig. Hier könnte man ja den ganzen Dungeon skippen. Das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Na komm. So. Hier muss
müsste nämlich rein theoretisch, entweder wenn wir die Fackel anzünden oder alle Schleime töten, eine Truhe auftauchen. Das ist eine brüchige Wand. Sieht's aus. Wir können mit denen noch anheben. Keine Truhe? Ne, hier nicht. Daneben, okay. Dann brauchen wir einmal die Bomben. So. Das wäre jetzt wirklich ein bisschen zu einfach, wenn da jetzt der große Schlüssel wäre. Bewegen. Mal gespannt. Nein, das ist ein kleiner Schlüssel. Okay. Scheint doch ein bisschen mehr Logik hinterher zu stecken. Weil bei der ersten Challenge damals wurde uns ja gesagt, der große Schlüssel steckt immer in der letzten Kiste. Jetzt wollte ich mich mal gucken, was er als letzte Kiste erkennt. Das ist wahrscheinlich egal, wie rum man geht, immer die letzte Kiste, die man einsammelt. So, dann machen wir den mal kurz platt. Los Qualos. Ja. Ich weiß nicht, wie viele aushält. Ich hoffe nicht allzu viel. Komm, beweg dich. Upsala und bah. Komm. Komm her. Ui. Aber testen muss man die Dungeons ja auch, um zu wissen, ob sie richtig funktionieren. Vielleicht hätte ich jetzt nicht unbedingt zum Test hier Bosse einbauen sollen. Zumindest nicht einen, der so viel aushält. Aber gut, schwer ist er nicht wirklich. Er hält bloß halt gut was aus. Komm her! Glücklich, wir machen dich platt. Los! Ja, komm schon. Der hält wirklich viel aus. Wie oft haben wir ihn jetzt getroffen? 5, 6 Mal? Ich glaube 5 Mal. Ah, 6 Schläge also. Gib mir Fee zur Belohnung. Und von oben kommen wir. Ne? Dann gehen wir mal runter. Dann müssen wir auch gleich den Schlüssel benutzen. Jetzt wären wir in dem Raum mit den 4 Schlüsseln. Wo wir so nicht weiterkommen, weil wir keinen Schlüssel mehr haben. Alles klar. Das heißt, das System denkt wirklich mit. Man muss erst hier. Das wollte ich nämlich testen. Ob man das Ganze skippen kann oder wirklich unten mitnehmen muss. Man muss es mitnehmen. Also zurück. Lalalalala. So. Blümchen, machen Abflug. Danke. Okay, das heißt, wir gehen jetzt erstmal nach links. Lässt mich bitte in Ruhe. Danke. Ja, du machst auch einen Abflug. Kiste her. Da, 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 da. Okay. Und da haben wir den nächsten Schlüssel. Wir brauchen jetzt mit dem Schlüssel nicht nach oben rennen, dann kommen wir trotzdem nicht weiter. Wir sammeln jetzt erstmal alle Schlüssel. Hier ging es ja noch weiter. Und unten runter. Ich glaube, da kommt man Sprengen oder so. Gleich mal gucken. Wir brauchen aber einmal kurz das Zauberpulver. Da dürfte jetzt entweder Schlüssel oder Geld drin sein. Noch ein Schlüssel. Alles klar. Wir müssen jetzt wirklich erstmal die Schlüssel zusammensammeln. Ah, hier kann man sprengen. Okay. Bombe. So. Ah, das war unser kleiner Bonusraum, den wir mit eingebaut haben. Das Gute ist, auch wenn man hier selber Dungeons zusammenbaut, die kann man wunderbar benutzen zum Rubinefarmen. Es ist zwar jetzt nicht so viel, aber mehr, als man in der offenen Welt findet. Dann geht's jetzt nach rechts. Je nachdem, zumindest heißt das, je nachdem, wie Schatztruhen man einbaut, umso mehr Geld gibt es.
Nee, den noch. Das war jetzt ein einfaches Farbrätsel. Wie ihr selbst gesehen habt, im Let's Play gibt es auch eins. Da wird man bei Kirre. Da ist der dritte Schlüssel. Mussten wir bis auf den großen Schlüssel alle haben. Der dürfte dann entweder in einem der drei oder hier unten sein. Gehen erstmal runter. Oh, da haben wir ihn eingebaut. Okay. Aua. Ja. Komm her. Aua, aua. So, hey. Aua. Den mochte ich damals, glaube ich, schon nicht. Der ist ja so schnell. Komm, ich bin doch ausgewichen, Junge. Komm her. Lass dich treffen. Aber ich glaube, der hat auch nicht viel ausgehalten. War bloß nicht so einfach, ihn überhaupt zu treffen. Ja, meine ich doch. Der war schnell platt. Danke. Okay, so. Ah, das gab mal keinen Schlüssel. 5 Rubine. Besser als nix. Dann geht es jetzt weiter nach rechts. Hier haben wir die Fee eingebaut, okay. Gab es aber auch keine Truhe. Dann müssen wir jetzt nach oben. Das ist wie vermutet in einem der drei der große Schlüssel. Dann hätten wir die Räume hier rein theoretisch skippen können. Aber man möchte ja alles mitnehmen. Schießwütiges Auge. Ja, ich weiß, wir können die Laserstrahlen ablocken mit dem Schild, das wir haben. Aber geht ja auch so. So. Dann gehen wir hier wieder durch. Und müssen wieder runter. Ich hoffe, Los Qualos ist immer noch erledigt. Nicht, dass wir ihn nochmal machen müssen. So. Jo, Los Qualos ist noch weg. Gut. Du machst Augenabflug. Dann gehen wir jetzt nach links. Oh, die Viecher. Kann man die mit dem Bumerang? Ja. Musste man ja damals mit Pfeilen oder mit Bomben. Ich glaube, im richtigen Dungeons hatte man noch keine Pfeile. Da musste man die Bomben benutzen. Bing. Aber hier geht es natürlich auch mit dem Bumerang. Und wieder ein Rubin. Alles klar. Aber ich bin mal gespannt, wo der große Schlüssel ist. Dann gehen wir jetzt nach unten. Lala. Wir könnten zwar schwimmen, aber wir kommen ja durch die Dinger hier. Oh, der nächste Rubin. Okay, dann ist es wirklich so wie beschrieben. Der große Schlüssel befindet sich immer in der letzten Truhe, die man betritt. Egal wie rum man geht. Weil jetzt bleibt ja nur noch ein, wofür wir auch den letzten Schlüssel benutzen müssen. Alles klar. Upsala. Du machst einen Abflug. Tschüss. Her damit. Der große Schlüssel. Wäre mir jetzt wahrscheinlich zuerst nach rechts oder nach unten gegangen, wäre auf der linken Seite gewesen. Das ist wirklich immer in der letzten Truhe. Dann haben wir aber auch alles und können zum Boss, ne? Ja. Ich bin mal gespannt, was Boris noch für Challenge hat. Es soll ja immer komplexer werden. Ich habe das im Stream schon mal angetestet, aber auch nicht wirklich alles gemacht. Da konnte ich auch nicht wirklich weit machen, weil ich nicht viele Bosskammern hatte. Aber das sieht hier jetzt anders aus. Rein da. Und da haben wir wen eigentlich? Ach, Schleimi, genau. Einmal gegen die Wand. Der sieht echt immer noch aus wie so eine riesen Quecksilberkugel oder so. So, da muss man hier dazwischen laufen. Danke. Aua. Und springen, wenn er auf den Boden knallt. Wegen der Erschütterung. Und dann aufhauen.
Ui. So, den haben wir schon mal. Den kommen wir nicht ran, okay. Ui. Oh, das war's schon. Gut, ist ein sehr einfacher Boss. Aber es geht ja auch darum, die Challenge mit dem Boris zu machen und hier nicht irgendwelche Bosse zu bekämpfen. Platzierung beendet. War das spannend. Manchmal hat es so ausgesehen, als wärst du mit einem Bein schon im Grab. Ach, Boris. Nicht so eine Angst, das klappt schon. Da fragst du dir, was aus meiner Sammlung verdient. Einen weiteren Kammerstein. Als ich dir so zugesehen habe, ist mir glatt eine neue Herausforderung eingefallen. Sie steht jederzeit für dich bereit. Was möchtest du tun? Natürlich weitermachen. Jetzt haben wir nämlich einen zweiten. Kann man verbinden? Gesperrtes Feld. Okay, auf dem hellgrauen Feld an oben rechts kannst du keine Kammern platzieren. Nur über Kammern mit Treppen erreichst du die Felder dahinter. Darum geht es in dieser Herausforderung. Du wirst lernen, wie du Treppen einsetzt, um größere Entfernungen zu überbrücken. Oder du kommst eben nicht weiter. Ja gut, Treppen haben wir zwar eben auch schon eingesetzt, aber jetzt müssen wir es anscheinend. Hier ist auch schon einer mit Treppe und Schlüssel vorgegeben. Wir bauen erstmal einen Startpunkt. Nehmen wir den mal. Ne, der hat ja schon eine Treppe, das wäre zu einfach. Nehmen wir denn da was Schönes? Der geht nach links und rechts, das wäre doch auch mal was. Den platzieren wir mal hier. Die Bosskammer hätte ich gerne. Nehmen wir mal ihn hier als Boss. Hier oben. Da muss einer mit Schatztruhe hin. Das heißt, wir werden. Muss noch gucken. Gibt es einen in der Ecke? Ach, das war die neue von Boris, wa? Ja. Gucken, gibt es einen mit Treppe, den man in die Ecke pflanzen kann? Ja, den würde es geben. Aber gut, gibt es ein paar mehr. Nehmen wir ihn hier. Dann können wir nämlich hier oben. Genau, noch mit das dahin. Da ist eine Schatztruhe, da dürfte später eine große Schüssel drin sein. Und hier brauchen wir dann nochmal einen mit so einer Ecke. Nehmen wir den. Der letztendlich zum Boss führt. Y, genau, die sind verbunden. Jetzt müssen wir uns nur noch Wege dahin bauen. Rein theoretisch. Natürlich kommen wir ja nicht so ohne weiteres weiter. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal nach links, würde ich sagen. Wie wär's denn mit so einem? Aber ohne Treppe? Diese Würmchen zum Beispiel. Geht's hier weiter? Stimmt, wir haben drei Schlösser, ne? Also wir haben sowieso noch eine Truhe zu wenig. Denn guck ja nicht schon wieder Los Qualos, den hatten wir erstens. Und Hinox wäre da auch mal was zur Abwechslung. Kommen wir den hier um die Ecke? Dann haut das zumindest mit den Schlüsseln hin. Gehen denn. Moment, wo ist denn das? Da hoch? Sowas brauchen wir denn in der Art, was quasi hochführt? Machen wir gleich ganz mies zwei Bosse hintereinander. Und noch so ein Weg nach oben. Dann haben wir das zumindest schon mal verbunden. Hier werden wir so einen kleinen Extra-Raum einbauen. Treppe haben wir da, Treppe brauchen wir keinen zweiten, aber so ein schönes. Und für das auch eine Treppe. Schachrätsel wäre jetzt was Schönes, aber ohne Treppe möchte ich das gerne. Hier ist keine Treppe, ne? Gut, nehmen wir den. So. Da können wir dann auch wieder so ein kleines Geheimnis einbauen, wo es eine Truhe gibt. Oder irgendwas anderes. Ja, nehmen wir hier das Schachrätsel. Es soll ja jetzt nicht super komplex werden. Das ist ja nur, um die Challenge von Boris zu schaffen. Quasi, hier oben muss aber auch noch einer hin, damit der Raum vollständig ist. Truhen müssten wir genug haben. Da müsste noch so einer hin. Ist das? Was nehmen wir denn da mal am besten? Ah, das ist das wieder mit dem Staubsauger-Roboter. Nehmen wir das. So müsste es rein theoretisch auch funktionieren, ja. Ist jetzt nicht super komplex, aber es funktioniert. Wir haben seine Vorgaben erfüllt.
Dann gehen wir erst nach links. Dürfte sowieso wieder in der letzten Truhe sein, das müsste die da oben sein. Oh, Ruhe im Gelände. So, wie war das nochmal? Die immer nach links oder nach rechts? Ich probiere mal kurz aus. Nach links, okay. Also muss der von hier oben geworfen. Link, dreh dich doch mal in die richtige Richtung. So, jetzt aber. Das war ich gerade verwirrt. So müsste es passen, ja. Genau. Der hüpft. Ja. Da unten muss ich hin. Die verwirren dann jedes Mal diese Schachfiguren. Alles klar. Du hast eine kleine Schuss erhalten. Damit lässt sich fast jeder Schloss öffnen. So. Dann gehen wir jetzt weiter nach links. Stimmt. Komm, warum bleiben die Türen auf? Wir könnten die rein theoretisch skippen, weil die Türen aufbleiben. Warum auch immer, aber wir werden sie natürlich trotzdem besiegen. Weiß man ja inzwischen, wie sie gehen. Na, Junge, du sollst sie essen und nicht Kopfschütteln. Komm mal her. Ja. Dick. Dahin. Danke. Aua. Es. Komm her. Brav, braves Würmchen. Denn eben nicht braves Würmchen. Böses Würmchen. So, die haben wir schon mal. Ist er noch dran. So, noch ein Bömmchen. Ach komm. Das ist, wenn man im falschen Moment liegt, dann wollen sie die nicht mehr essen. Komm, komm hier hoch. Braves Würmchen, ja. Bitte. Ach Mensch, Würmchen. Komm hier rum. Ja, geht doch. Ah, hier gab es sogar noch eine Truhe. Da hatte ich jetzt nicht drauf geachtet. Boomerang. So. Und da ist der nächste Schlüssel. Also sogar ein Raum, den wir mitnehmen müssen. Offen die Türen aufbleiben. Das Haus. Jetzt hätten wir noch einen Raum oben und dann müssen wir hier lang. Dann gehen wir erst nach oben. Da ist wieder das schöne Schachrätsel. Wir gehen aber erstmal zum Truhen. Ein roter Rubin. Vielen Dank. Der muss weg. Der war das jetzt, der nach links ging, ne? Ja. Der muss darauf. Dafür müssen wir einmal den Schalter betätigen. Mehr. Danke. Den müssen wir nämlich dann von hier machen. Ja. Gibt auch sonst nichts weiter. Okay. Schachrätsel war nur dafür da, um die Tür wieder aufzumachen. Da ist Mr. Hinox. Oh. Der natürlich nicht viel kann mit dem Boomerang. Ist er ruckzuck besiegt. Die sind eigentlich auch nicht für den Boomerang gedacht. Aber machen müssen wir ihn ja. Erstens kommen wir sonst nicht weiter. Und zweitens machen wir die Truhe. Danke. Und wieder 20 Rubine. Prima. Dann gehen wir jetzt weiter. Da ist er wieder. Ja, ich habe auch einen Boss nach dem anderen eingebaut. Alles klar. Komm, komm, komm. Lauf, 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 lauf. Ja, meine Kugel, Junge. Meine. Lauf. Lauf, Baby, lauf. Ja. Das war's, ne? Hier gibt es ja Feenenmassen. Es war auch nur ein Durchgang, ne? Ja. Wieso ist da die Tür auf? Nehmen wir mal den 5er Rubin mit. Den Krug nehmen wir da auch mit. Keine Ahnung, was da unter ist. Befehl. Wer hätte es gedacht? Hier durch. Stimmt, da ist noch eine Tür. Da haben wir noch was versteckt. Bevor wir jetzt die Treppe runtergehen, gehen wir einmal zur Tür.
Ah ja, das wissen wir aber noch. Was? Verschwindet er einfach. Aus dem Dungeon, wollte ich sagen. So, einmal hier oben lang, genau. Dann hier runter. Da lang. Er wollte gerade nicht nach links. Okay, also nochmal. Da muss man echt im richtigen Moment in die Richtung drücken. Ansonsten spielt der... Ich will nicht. Nein, du solltest nach links gehen. Sag mal, das hat doch beim Dungeon beim ersten Mal geklappt. Und hier will er jetzt nicht? Das darf dann wohl nicht wahr sein. Runter mit dir. Ja, da lang, da lang. Jetzt nach links, runter. Ja. Dann runter. Hoch, rechts, runter, genau. Warum nicht gleich so? Nehmen wir die Truhe mit. Und das für ein 20. Ah, Rubine kann man immer gebrauchen. Okay, jetzt die Treppe runter, oder? Ja. Dim, dim, dim. Flup. So, und rüber. Hier haben wir eine Tür nach oben. Die wir, wofür wir auch die Schlüssel haben, aber auch machen müssen. Weil uns fehlt immer noch der große Schlüssel. Und der müsste in der Truhe da oben drin sein. Ja. Genau. Das war knapp. Jetzt aber. So. Das müsste rein theoretisch der große Schlüssel sein. Kann gar nicht anders sein, weil wir haben keine Truhen mehr. Da ist er auch. Du hast den großen Schlüssel erhalten. Jetzt kannst du die Tür zur Bosskammer öffnen. Wunderbar. Jetzt können wir nämlich auch hin zum Boss. Ja. Na. Jetzt aber. Schnell durch. Ja, da ist er. Grinsebacke. So, für ihn brauchen wir gleich die Bomben. Aber vorher stellen wir uns erstmal in eine Ecke. Deswegen. Müssen wir jetzt mal abwarten, bis er da fertig ist, uns zu bewerfen. Hat halt keinen Anstand, bitte. Ich vermute mal, Zelda-Liebhaber des alten Spiels A Link to the Past dürfen diese Bodenplatten auch sehr gut kennen. Weil da kam das ja ständig vor. Ein paar Krüge werfen. So, jetzt geht's los. Komm, Junge, beruhig dich wieder. Komm, wir hin. Ja, wenn man natürlich weiß, wie die gehen, sind sie auch einfach. Bombe hin. Oh, die liegt aber nicht gut. Ah, hat aber noch getroffen. Okay. Müsste auch die letzte Bombe sein, oder? Doch nicht? Okay, eine noch. Jetzt zeig mal, was du kannst. Okay. Oh, die liegt aber echt Mist. Ah, hat aber geklappt. Okay, kann man verbinden, beendet. War das spannend. Manchmal hat das so ausgesehen, als wärst du schon mit einem Bein im Grab. Ach, Boris, nicht immer so eine Angst. Dafür hast du dir was aus meiner Sammlung verdient. Der nächste Kammerstein. Als ich dir so zugesehen habe, ist mir glatt eine neue Herausforderung eingefallen. Sie steht jederzeit für dich bereit. Was möchtest du tun? Bauen natürlich. Ja, es wäre nämlich erfülltes Herz. Okay. Es liegt an dir, welche Kammern du verwendest und wie du sie anordnest. Du musst nur jedes einzelne Feld in dieser Herzform mit einer Kammer füllen. Achte darauf, die Ausgänge und Treppen jeweils richtig zu verbinden. Ah, so können wir jetzt quasi frei bauen, nur das Herz muss aufgefüllt werden. Alles klar. Das müsste doch machbar sein. Hier unten auf jeden Fall der Eingang nach oben.
Dann werden wir auf jeden Fall hier oben einen Boss verstecken. Nehmen wir mal den. Und dann mal gucken. Am besten wäre hier ja... Am besten wäre hier wirklich, würde ich sagen, ein Ding, der in alle Richtungen geht. So eine Art. Aber nicht unbedingt einer mit Türen, das wäre Mist, weil jetzt kommen wir da ja nicht weiter. Nehmen wir mal... Das ist ja wieder mit Schlüssel. Wo ein Schloss geht hier, das ist das da oben, ne? Ja. Dann bauen wir mich hier links und rechts. Na, wo sind sie jetzt? So, räume einen mit Kiste. Dann nehmen wir mal den. Und dann noch einen, der nach rechts geht. Was nehmen wir denn da mal Schönes? Da ist Treppe. Nehmen wir das, das hatten wir oder nicht. So, dann müsste eine von beiden Truhen Schlüssel für da oben enthalten. Dann könnte man hier rein theoretisch wieder... Dann nehmen wir nochmal ein bisschen komplizierter zu machen. Das soll ja nicht zu einfach sein. Genau, so ein. Der wieder mit Schlüssel wäre auch blöd. Obwohl, eigentlich nicht. Wo ist denn das Schlüsselloch? Da. Weil wir hätten ja zwei Truhen. Eine hat eine Schlüssel für hier und die andere hat eine Schlüssel für da. Dann bauen wir... Moment. Normalen Durchgang. Ohne Truhe bitte. Und dahinter dann... Wieder einen mit Truhe. Sowas zum Beispiel. Dann haben wir damit den großen Schlüssel drin. Müssen wir nur mal kurz gucken. Wir müssen hier jetzt rein theoretisch. Wir müssen ja alles voll bauen. Das ist ja unsere Challenge hier. Brauchen wir dann normalen Durchgang. Und hier muss dann so eine Ecke nach oben. Na, das ist Treppe. Treppe ist hier gerade unangebracht. Das passt nicht, oder? Warte mal, eine der Truhen hat denn den Schlüssel und die andere hat denn den. Da gibt es dann aber offenen Schlüssel. Doch, das passt. Wir brauchen natürlich noch eine Truhe, um später zum Boss zu kommen. Was machen wir denn aber anders? Hier machen wir erstmal so eine Ecke hin. Da müsste dann rein theoretisch wieder... Ne? So einer hin. Dann nehmen wir das. Ne, geht gar nicht. Weil wir müssen ja da hochkommen. Wir brauchen einen anderen. Warte mal, wir brauchen... So einen. Dann nehmen wir das Schöne hier, genau. Und dann jetzt ein Durchgang hier. Das Bauen selber ist gar nicht so komplex. Man muss sich bloß halt eine Challenge halten. Nein, keine Truhe, keine Truhe. Genau, nehmen wir den. Hier Durchgang. Da muss dann wieder einer hin, der... Da ist wieder Treppe. Ja, nehmen wir... da will ich eigentlich gar keine Truhe haben. Und in den beiden Räumen verstecken wir jetzt wohl. Dann machen wir jetzt so ein, zwei Räume. Einmal einen hier oben. Da soll eine Truhe rein. Können wir den nehmen? Und nach links muss noch einer. Nehmen wir mal was Einfaches. So. So müsste es funktionieren. Testen wir mal und gucken wir mal. So, los geht's. Hier müssen wir rein theoretisch erstmal nach links und nach rechts, um weiterzukommen. So, das dürfte entweder ein Schlüssel oder was anderes sein. Wir müssen beide Schlüssel enthalten, die Truhen rein theoretisch. Nein! Ich wollte den Bumerang benutzen, ich habe vergessen zu wechseln. Nein, nicht zum Startpunkt. Bumerang. So. Da ist der erste Schlüssel. Und die andere müsste auch einen Schlüssel enthalten. Aber gut, gehen wir mal. Weil dann kommen wir zwar hier durch, aber wir brauchen nach vorne ja auch wieder einen Schlüssel. Ach ja, ach ja, ach ja. Habe ich ja ganz vergessen. Laufen! Hör auf zu pusten. So. Da müsste auch ein Schlüssel sein. Genau. Dachte ich mir. Wenn man erstmal raus hat, wie das System dahinter funktioniert, geht's.
Aber ich bin mal gespannt, was noch für Challenges gibt. Kommen wir mich erstmal hier durch? Und hier brauchen wir nämlich den nächsten Schlüssel. Ach, rechts geht's nachher weiter Richtung Boss. Wollen aber natürlich erst die Truhe dann nehmen. Gehen wir erstmal hier rein. Hier war nichts, da können wir so durchlaufen. Da können wir nicht. Tür ist zu. Jetzt aber. So, Schleimis weg. Alles klar, da ist nämlich auch noch ein Schlüssel. Meine ich doch, wir müssen ihn mitnehmen. So, jetzt können wir rechts rumlaufen. Der Dungeon selber an sich ist jetzt nicht komplex, aber es geht ja darum, alles auszufüllen und wer weiß, was vor uns noch für Herausforderungen kommt. Werden wir sehen. Jetzt müssen wir, wie schalte ich das anzünden? Okay, Zauberpulver. Jo. Dadurch. Okay, weiter geht's. Da brauchen wir nämlich den Schlüssel. Gut, dass wir erst nach rechts sind. Dich machen wir auch platt, damit du uns nicht in den Rücken fällst. So. Und rein da. Hier müssen wir schnell durch. So. Aber da war hoffentlich kein Schlüssel drin, ne? Nein. Zum Boss kommen wir jetzt natürlich nicht, weil wir keinen Boss-Schlüssel haben. So. Jetzt müssen wir hier lang. Komm mal. Ja. Komm. Danke. So. Mach mehr. So. Ja, das haben wir links und oben ein. Hier müssen wir erstmal sprengen. Wir nehmen so oder so beide mit. Wir wollen ja schließlich unser Dungeon auch komplett angucken. Okay, so. Was haben wir hier denn Schönes? Ah, gib nochmal zur Belohnung fürs Sprengen ein Rubin. Das war die ganze Bombe nicht wert. Aber gut, denn es war oben der große Schlüssel. Komm, werf. Ja. Das müsste der große Schlüssel sein. Alles klar. Und jetzt ab zum Boss. Aua. Was kommt, wenn man es eigentlich hat? Obwohl ich es eigentlich gar nicht habe. Warten, Abflug. Dadurch. Rein da. Hallo Würmchen. Wie geht's? Lange nicht gesehen und doch wiedererkannt. Leider. Ach komm, beruhig dich wieder. Ich will an deinen Schwanz. Los. Komm schon. Ja. Geht doch. Erkunden beendet. Erfülltes Herz beendet. Okay. War das spannend. Manchmal hat es so ausgesehen, als wärst du mit einem Bein schon im Grab. Ach, Boris, du wiederholst dich. Da fragst du dir, was aus meiner Sammlung verdient. Und? Eine Muschel? Okay, eine Muschel freue ich mich auch. Ich habe jetzt einen Kammerstein erwartet. Wenn du genug davon gesammelt hast, kannst du etwas Feines bekommen. Ah, auch noch ein Herzteil. Nice. Schön. Du bist wirklich gut. Ich bin gespannt, was wohl rauskäme, wenn du ein Labyrinth von Grund auf an selbst entwirrst. Ich glaube, ich überlege mir was, wo du ein Labyrinth anlegen kannst. Bis ich dir so zugesehen habe, ist mir glatt eine neue Herausforderung eingefallen. Sie steht jederzeit für dich bereit. Was möchtest du tun? Damit werden wir weitermachen, weil ich werde dieses ganze Labyrinth in mehrere Teile einteilen. Wir sind ja jetzt schon über 30 Minuten. Aber wir haben ja jetzt schon einiges gesehen. Die erste Challenge müssen wir durchhaben. Also Schaufel 1, das geht bis Schaufel 3.
Wir werden mit Schaufel 2 weitermachen im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Kritik wie immer in die Kommentare. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!